Guten Tag, ich habe mir ein Messer von der Firma Benchmade zugelegt. Das ist das hier liegende Flyway 15700. Das ist ein Jagdmesser oder als solches entwickelt worden von der Firma Benchmade, insbesondere für Kleinwild. Das ist ein Messer aus der Handserie. Diese Messer aus der Handserie, die kommen alle in einen optisch so gestalteten Karton. Ja, hier sieht man auch nochmal Flyway 15700. Und die werden alle mit einer Faser ausgeliefert, die besonders geschliffen ist, nach einer von der Firma Benchmade entwickelten Technologie, die nennt sich Select Edge. Die haben die sich sogar als Marke eintragen lassen. Und Benchmade selbst sagt, das sind unsere schärfsten Klingen, die nach dieser Methode geschliffen werden. Da werden die Klingen mit einem 14-Grad-Winkel geschliffen und noch extra poliert. Und ich kann das bestätigen, diese Klinge ist rasiermesserscharf. Das ist denen echt gelungen, da ein extrem scharfes Messer herzustellen. Dieses Messer ist extrem leicht, klein, wendig, passt genau in mein Beuteschema. Ich habe mir das schon im Januar bestellt. Ich sag mal was zu den Maßen. Gewichten. Dieses Messer selbst wiegt 60,5 Gramm. Das ist extrem leicht. Die Scheide aus Bolteron, die wiegt nochmal circa 20 Gramm. Also insgesamt Messer mit Scheide 80 Gramm. Das ist wohl so das leichteste Messer, das ich habe. Die Länge dieses Messers liegt bei 17,7 cm, wovon ungefähr 6,8 cm auf die Klinge entfallen und ungefähr 6,7 cm da auf den geschliffenen Teil. Der Griff ist relativ groß. Das mag ich auch an diesen kleinen Messern, wenn die Klinge klein ist, aber der Griff so dimensioniert ist, dass meine relativ große Hand, Handschuhgröße 10 bis 11 habe ich, den Griff bequem greifen und kontrollieren kann. Und das ist hier absolut der Fall. Das liegt so bequem bei mir in der Hand. Die Ergonomie von diesem Griff ist toll. Dieses Messer ist auch ein wahrer Schneidteufel. Die Klinge ist nicht sonderlich dick. Die Klingendicke beträgt circa 2 mm an der dicksten Stelle. Und das ist schon sehr wenig. Der verwendete Stahl, das ist ein CPM 154, ein Stahl, der ungefähr auf 60 HRC gehärtet wird. Dieser Stahl verträgt auch größere Härten. Er ist korrosionsbeständig, hinreichend zäh und verschleißfest, lässt sich trotzdem ganz gut schleifen und auch relativ schnitthaltig. Ich würde den als guten CPM-Stahl einstufen. Der Griff besteht aus G10 und ist mit zwei Torx-Schrauben verschraubt. Hier befindet sich ein Jimping. Das befindet sich ziemlich in der Mitte der Klinge. Das ist übrigens eine Straight-Back-Klinge. Die ist sehr beliebt, diese Klingenform. Da kann man sehr viel Druck auf die Schneide mit ausüben. Ja, viele sagen, das Jimping müsste weiter oben sein oder weiter unten. Ich zeige das mal bei diesem Messermodell. Da ist es sowohl unten als auch oben. Aber dieses Messer ist für Kleinwild und sogar noch für in dieser Kategorie für sehr kleines Wild entwickelt worden. Und da hat man teilweise dort, wo man arbeitet, mit der Spitze sehr wenig Platz. Und wenn man da ganz nach vorne greifen würde, dann wäre das doch ein bisschen eng. Und das Jimping hier ist meiner Meinung nach schon genau an der richtigen Stelle. Das ist von der Ergonomie ist das auch so schön. Der Daumen, der legt sich gleich hier unten an den Griff, wo er hingehört. Der Griff ist auch abgeflacht. Also das ist schon alles sehr durchdacht, was die Firma Benchmade da gemacht hat. Das merkt man schon. Das ist dann noch ein Lanyard-Hole. Ja, dieses orange G10, das hat auch noch den Vorteil, dass man das Messer in der Dämmung sehr gut wiederfindet. Das gilt auch für die Scheide, die auf einer Seite in orange gehalten ist, auf der anderen Seite in schwarz.
gerade durchgehende Erl, der ist hier wellenförmig. Das soll wahrscheinlich zusätzlichen Grip vermitteln. Ich bezweifle, dass das so viel bringt. Und hier im Wellental, sage ich mal, da steht die Griffschale auf beiden Seiten auch ein bisschen über. Das hätte man doch etwas eleganter lösen können. Das ist jetzt nicht störend, also das ist nicht scharf. Hier gibt es keine scharfen Kanten oder Hotspots an irgendeiner Stelle. Aber das hätte man besser machen können, finde ich. Dieses Messer ist wirklich klein und wendig. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Small Game Messer ist, also Kleinwildmesser. Da gehören ja noch mehr dazu als kleine Vögel oder, ja, ich weiß, die Amis, die jagen auch Eichhörnchen, mag es kaum glauben, aber sowas machen die auch und für sowas würde sich das eignen. Ich selber bin jetzt kein Jäger, ein Jagdmesser, das muss man nicht nur für die Verarbeitung von Wild nehmen, sondern das kann man auch für Gemüse und so viele andere Aufgaben nehmen. Und bei mir wird die Hauptaufgabe dieses Messers halt in der Küche liegen und dafür ist es top geeignet. Ich habe das schon ausprobiert. Also wirklich toll. Und ich habe auch noch verschiedene andere Small Game Messer, die sich auch so nennen. Da ist zum Beispiel das hier von der Firma Svirt, allerdings aus Kohlenstoffstahl. Das ist ultra stabil, auch wenn es dünn ist, einiges stabiler als dieses hier. Diesem Messer würde ich auch leichte Holzarbeiten zutrauen. Hier wäre ich doch sehr kritisch. Das gleiche gilt für dieses Messer von der Firma Buck. Das ist aus der Open Season Serie, das 539. Besteht aus einem hochwertigen S35 VN Stahl. Ganz tolles Messer. Oder auch noch ein anderes Small Game Messer. Das ist hier von der Firma White River, auch aus dem S35 VN. Nennt sich auch Small Game. Ist auch viel stabiler. Hat Klingendicke von ca. 3 mm. Genauso wie dieses hier. Und das ist schon eine etwas andere Kategorie. Ich würde dieses Messer sogar in der Kategorie Small Game sogar noch als klein bezeichnen. Für mich ist das eher ein Caper, also ein besonders kleines, wendiges Messer für Kleinwild. Und ich zeige das mal an dem Backmesser hier, das 543, das auch ein Caper ist. Und da sieht man schon die Ähnlichkeit in der Größe, in der Klingendicke. Und auch in der Handlichkeit. Und ich habe noch einen anderen Caper von der Firma Otto Edge. Das ist jetzt ein Folder. Aber auch da sieht man die Ähnlichkeit. Kleines, wendiges Messer. Na, das ist ein bisschen stabiler von der Klinge. Aber diese beiden, die sind sich sehr ähnlich. Sehr schöne Messer, beides, ja. Das ist ein bisschen teuer, das selbst für Benchmade-Verhältnisse, das kostet 208 Euro habe ich gezahlt, aber das war im Januar, als ich es mir schon bestellt habe. Das ist jetzt noch ein bisschen teurer, für den Preis habe ich es nicht mehr gesehen. Das ist selbst für Benchmade-Verhältnisse ganz so teuer, finde ich. Aber über Preise kann man sich zwar beschweren, aber man kann mit den Firmen nicht drüber diskutieren. Entweder man zahlt sie oder man verzichtet auf das Produkt. Und in diesem Fall wollte ich das nicht. Ich habe da noch Bedarf, eine Lücke. Ich brauche noch so ein kleines wendiges Messer, das man überall mit hinnehmen kann und vom Gewicht her nicht störend auffällt. Und mir gefällt es halt so gut. Ich habe den Kauf auch zu keinem Zeitpunkt bereut. Vielleicht noch was zu der Scheide hier. Die ist aus Bolteron. Die hält das Messer sehr gut. Ist auch sehr sauber verarbeitet. Da wackelt nichts. Und es gibt verschiedene Tragemöglichkeiten. Man könnte das vielleicht sogar als Neckkneif an den Hals tragen, obwohl das Messer dafür jetzt nicht entwickelt wurde. Aber ob die Scheide jetzt das Messer so festhält, dass es nicht herausfällt, wenn man es mit dem Griff nach unten um den Hals tragen würde, das würde ich jetzt so bezweifeln. Aber jeder kann es gerne mal ausprobieren. Bei mir landet dieses Messer in der Hosentasche, in der Jackentasche oder im Rucksack und wird dort transportiert. Das ist das Benchmade Flyway 15700. Ein kleines, wendiges Messer. Meiner Meinung nach ein Caper. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche allen Zuschauern noch einen sehr angenehmen Tag.